herzlich willkommen zum RZ-Magazin auf TV Oberwallis. Giotto, das ist etwas wahnsinnig Populäres. Was aber mit dem Bubble Soaker genau auf sich hat, das wirft gleich mit dem einen oder anderen die Frage noch also ein bisschen in die Runde. Der Peter Abgangsspoder hat es genau wissen und ist an einem Bubble Soaker Turnier zu Natersch auf dem Stopfen mit dabei gewesen. Herrliches Wetter, viel Spass und lustige Szenen auf dem Nautischen Sportplatz. Das ist kurz gesagt das erste Bubble-Soccer-Turnier vom Wallis. Die Idee, für das zu organisieren, kommt vom Gucco-Musikverein Chuchillos von Otersch mit dem OK-Präsidenten Kevin Studer. Das OK hat er alles auf die Beine gestellt und das nicht nur für die Leute etwas zu bieten. Eigentlich ganz einfach, es gibt es noch nicht hier im Wallis. Etwas Einmaliges, erstes Mal, was das hier gibt. Das ist genau das, was wir haben gesucht und jetzt haben getroffen, weil die Leute kommen. Mitgemacht haben am letzten Samstag insgesamt 20 Teams an jeweils 3 bis 4 Spieler. Zuerst hat es ein Gruppenspiel gegeben, dann noch ein Viertelfinal, Halbfinal und dann noch ein kleines und ein grosses Final. Es ist quer durchs Band. Wir haben eigentlich sehr wenig Guckenmusiker hier und sehr wenig Guckenmusik-Vereine wie Drachentäter oder so. Wir haben 3 Vereine, die mit Guckenmusik zu tun haben, die hier dabei sind. Und der Rest sind eigentlich alles Mannschaften, die durch Kollegschaften entstanden sind. Zum Teil Musikgesellschaften sind hier. Wir haben von Graubünden-Mannschaft, von zuoberst vom Gumps bis auf Randa. Bunt durchmischt eigentlich von jedem DRV-Mannschaft fast. Ja. A, MGB Lalt Beste gegen Kajanik. Und auf Platz B, legendär gegen Zemmer und den Hochkreuz. Jeder Match ist 7 Minuten gegangen und das Ziel ist, wie sonst im Fußball auch, so viel Goal wie möglich zu schiessen. Sonst sind die Regeln einfach. Es ist fast alles erlebt. Es gibt 1-2 Sachen, die man beachten muss. Zum Beispiel, es geht um die Sicherheit. Wenn einer mit dem Rick zu dir steht, solltest du ihn nicht niederschlagen, weil er sich nicht vorbereiten kann auf diesen Angriff. Und sonst ist eigentlich wirklich fast alles erlebt. Einer, der mitgemacht hat, ist der Dominik Walker von Otersch. Das erste Mal also ein? Ja, das erste Mal anders etwas, ja. Und wie war das jetzt? Der Match ist gerade fertig. Wie ist es gegangen? Recht anstrengend, aber völlig warm hier drin. In dem heissen Wetter heute. Ja. Aber es war cool gewesen? Voll lustig, cool. Und was habt ihr jetzt resultatmässig gemacht? Eins noch nie gewonnen. Super Sache. Und wer hat das Goal gemacht? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Davor habe ich gesehen, einer von ihnen hat einen Salto gemacht. Ja, das war lustig mit dem. Man kann alles machen, macht nichts weh. Das ist recht lustig, ja. Nicht nur die Teilnehmer hatten Spass, auch das OK war begeistert. Ja, wir sind morgen natürlich schnell alle drin geschliffen, um zu probieren, wie es ist. Wir können nicht etwas verkaufen, aber keine Ahnung haben. Dann haben wir extra schnell mal probiert, wie es ist. Und? Das ist super. Also ich würde mich verwundern, wenn wir nächstes Jahr voll es nochmal machen, weniger Anmeldungen bekommen. Es wird eher das Gegenteil davor sein, behaupte ich. Die Ballen, oder wie man im Fachdeutsch sagt, die Bubbles, hat man von Winterthur gemietet. Spielen dürfen wir vom Vermieter uns nicht auf härtem Untergrund, wie ein Hertha Gudra-Platz zum Beispiel, sondern nur auf einer weichen Unterlage wie Rasen, eine Turnhalle oder aber wie hier in Otersch auf Kunstrasen.
über die Pumpe dazu überkommt, dann muss man immer Flut aufpumpen. Und dann kann man eigentlich schon loslegen, wieder einschleifen und shooten oder kämpfen. Ein Kampf war es für viele wirklich. Vor allem auch, weil für den grossen Teil der Teilnehmer es das erste Mal war, wo es eine solche Montur angehabt hat. Hast du das erste Mal so einen Ball an? Jawohl, das ist das erste Mal. Und das fetzt. Wie ist das Gefühl da drin? Es ist gut, aber es ist eine höhere Hitze hier drin. Und was sind die Ambitionen für den Match? Ja, also einfach Spass daran zu haben, ist gleich, ob man gewinnt oder verliert, einfach mitmachen. Wie die Organisatoren sagen, ist es nicht ausgeschlossen, dass man den Anlass im nächsten Jahr wieder organisiert. Den Spass haben nämlich alle gehabt, ob aktiv dabei oder aber am Rand als Zuschauer. Alles über das Bubble Soccer haben wir jetzt gesehen. Das war ein Beitrag von Peter Abgogspo. Flotz war hier mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.